Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist Mittwoch, der 16. Oktober 2024. Ein goldener Oktober, nicht wahr? Guten Morgen, lieber Andreas. Guten Morgen, liebe Eva. Ja, es ist wirklich ein wunderschöner Tag heute. Der Indian Summer hat jetzt seinen Höhepunkt tatsächlich erreicht. Also die Farben sind jetzt in der tollsten Pracht. Die Sonne scheint und man hat das Gefühl, es leuchtet fast von innen heraus. Das ist interessant, selbst wenn die Sonne mal nicht scheint, dass diese Leuchtkraft der Blätter unglaublich stark ist, als hätten sie eine Eigenbeleuchtung. Das ist wirklich sehr interessant hier. Ja, der See ist in einem Dunkelblau mit Schaumkronen. Es ist windig heute, aber der Himmel ist, wie gesagt, schön himmelblau, der See ein bisschen dunkel changierend. Ja, eigentlich einfach nur wunderschön, wie man sich einen wunderbaren Herbsttag nicht schöner vorstellen kann. Ich werde versuchen, nachher ein Foto zu machen, das wir dann am Nachmittag einstellen können zum Abendgebet. Denn du hast recht, diese flammend goldenen Bäume und dieser dunkelblaue See dahinter, das hat schon wirklich etwas. Schick. Gut, ihr Lieben, wir fangen mal an mit gar nicht so schicken Nachrichten. Im Gegenteil, da hat uns etwas in ein gewisses Erschrecken geführt, den Andreas und mich. Nämlich, wir haben gelesen, dass die NATO offenbar ein Hauptquartier in Rostock errichten will. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, warum hat euch das denn so erschreckt? Ja, ein bisschen nachdenken, weil hier natürlich eine der wohl schwersten Konfrontationen von Seiten des Westens gegen Russland in Gang gesetzt werden könnte damit. Russland gehört, wie alle wissen, zu den Ostsee-Anrainerstaaten und dieses quasi Binnenmeer ist ein strategisch wichtiger Ort für alle Anrainerstaaten, gerade im Hinblick auf diese Kriegstreiberei, die man offenbar jetzt für Europa im Visier hat. Über die Drahtzieher haben wir oft gesprochen an dieser Stelle und auch der Terroranschlag gegen die Nord Stream Leitungen. Wir wollen uns kurz erinnern, ja, der hat auch stattgefunden in der Ostsee. Naja, das ist tatsächlich schon eine wirklich strategisch wichtige Ortschaft. Wir haben gerade die Diskussion, dass die Finnen den finnischen Meerbusen dicht machen wollen. Das ist eine ganz wichtige Verbindungsstrecke zwischen St. Petersburg, was ja als russische Stadt direkt an der Ostsee liegt, und auch Kaliningrad, welches ja auch direkt an der Ostsee liegt. Also da baut sich was zusammen. Ja, zu den Nord Stream-Leitungen vielleicht noch eines. Die mutmaßlichen Täter, die man ja von diversen Experten in der angelsächsischen Achse vermutet, die werden offenbar juristisch überhaupt nicht behelligt, obwohl es sich ja um einen Anschlag gegen Kontinentaleuropa handelte. Also das ist nochmal wichtig, die Nord Stream-Leitung, dieser Anschlag war ein Terroranschlag gegen Kontinentaleuropa und ich finde, den kann man mit der Dimension der Auswirkungen aus meiner Sicht mit 9/11 durchaus in einem Atemzug nennen, wenn man mal die Auswirkungen sieht, die dort stattgefunden haben, vor allem auf die Ökonomie. Auch wenn die alten Kartellmedien wie ZDF und ARD, aber auch die großen privaten Leitmedien diesen Zusammenhang natürlich nicht benennen dürfen oder auch nicht wollen. Wir kommen jetzt mal hier zielgerichtet an die Geschichte heran. Die Epoch Times hat über diesen gewaltigen Vorgang der Errichtung eines NATO-Hauptquartiers einen ziemlich aufrüttelnden Artikel geschrieben. Demnach soll nun dieses Kriegskoordinationszentrum den Ostseeraum vor den ja inzwischen wirklich herbeigeredeten, herbeigebeteten Angriffen der Russen schützen. Ja, ist ein unglaublicher Vorgang. Hier wird eindeutig in einer aus meiner Sicht höchst fahrlässigen Form die gesamte Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik Deutschland in die Waagschale geworfen. All in, würde man beim Roulette sagen. Und ich bin fassungslos über diesen Vorgang der aus meiner Sicht interpretierten Kriegstreiberei. Das ist meine Meinung dazu, weil hier eindeutig der 2+4-Vertrag, also die Wiedervereinigung der beiden Staatsfragmente DDR und Bundesrepublik, tangiert hat. Wir erinnern uns ja noch an DDR und BRD, die ja zusammengelegt wurde, und zwar mit Zustimmung der Russen. Also, nächste Woche
am Montag, den 21. Oktober, werden Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und der Bundeswehrgeneralinspekteur Carsten Breuer den Standort in Rostock bereits offiziell einweihen. Dieser Standort fungiert als nationales Führungsquartier mit multinationaler Beteiligung unter einem deutschen Konteradmiral. Seine Stellvertreter kommen aus Polen und Schweden, so berichtet der Hofberichterstatter NDR. Die Epoch Times schreibt hier ganz klar Folgendes: Diese Entwicklung könnte eine Zäsur für die friedliche Annäherung zwischen Russland und dem Westen nach dem Ende des Kalten Krieges, eingeleitet mit der Unterzeichnung des 2+4-Vertrages, der Deutschland seine Souveränität zurückbrachte, und dem bis 1994 vollzogenen Totalabzug des Sowjetmilitärs aus Deutschland, in Klammern 380.000 Soldaten, darstellen. Ja, das war schon eine große Menge dann. Über die angeblich wiedergewonnene Souveränität, da könnte man trefflich streiten, aber lassen wir es bei diesem Wording. Vielleicht noch zu dem Thema der 380.000 Soldaten, die ja in der DDR als Besatzungsmacht dort quasi fungierten. Wenn ich überlege, dass der Ukraine-Krieg, nur mal als kurzes Beispiel, mit 170.000 Soldaten als Angriffskrieg gegen die Ostukraine stattgefunden hat, so sind die offiziellen Zahlen auch von der OECD. Und wenn man dann von einem Vernichtungsfeldzug gegen die gesamte Ukraine spricht, dann halte ich das schon mal für ganz komisch, wie man mit 170.000 Soldaten die gesamte Ukraine überfallen will, also nicht nur die Ostgebiete, während man allein 380.000 Soldaten in der kleinen DDR hatte, ein Bruchteil im Prinzip der Ukraine, und das zu Friedenszeiten, um die Sicherung da vorzunehmen. Das ist vielleicht mal ein ganz interessantes Gedankenmodell. Also diese sogenannte wiedergewonnene Souveränität, das ist natürlich auch nochmal so ein Thema, aber das lassen wir einfach mal so. Bleiben wir mal bei der unfassbaren Entwicklung der widerrechtlichen NATO-Stützpunkteröffnung, Entschuldigung, in Rostock. Das war Januar 2019 und da erklärte der damalige Marineinspekteur Andreas Krause in seiner Eröffnungsrede zur Indienststellung eines neuen Bundeswehr-Marinestabes in Rostock, dass der Nordatlantik und die Nordflanke, das war schon 2019, da hatte man schon diese Begrifflichkeiten intern drauf, also dieser Nordatlantik und die Nordflanke der NATO inklusive der Ostsee, erst in den vergangenen Jahren überhaupt wieder potenzielle Operationsgebiete für die deutsche Marine geworden seien. Also die Ostsee als Kriegsgebiet. Dabei fanden Schritt für Schritt seit Anfang der 2000er, also schon über 20 Jahre her, ein Aufbau und eine Konzentration von Bundeswehr-Marinekräften in Rostock in ehemaligen Einrichtungen der Nationalen Volksarmee der DDR statt. Also man hat die Dinger dann genutzt. Das im September dann 2019 durchgeführte NATO-Seemanöver, Baltic Coast hieß das, das ja seit 2007 jetzt jährlich stattfindet, das machte deutlich, dass es im Kern um die Abwendung einer möglichen Bedrohung durch Russland geht. Also so ist zumindest die offizielle Darstellung der Westmächte, die ich unkommentiert hier einfach mal stehen lasse. Ja, und nun geht es ja vor allem um einen unterstellten Verstoß Deutschlands gegen den 2+4-Vertrag. So wird es jedenfalls von der Epoch Times beschrieben. Mit dem in Moskau am 12. September 1990 unterzeichneten 2+4-Vertrag wurde unter anderem festgelegt, dass zwar gesamtdeutsche Truppen zukünftig der NATO angehören können, aber keine ausländischen Streitkräfte auf ostdeutschem Gebiet stationiert werden dürfen. Der Vertrag wurde ausgehandelt, unterzeichnet zwischen den beiden deutschen Staaten BRD und DDR und den vier Siegermächten des Zweiten Weltkriegs, nämlich den USA, der Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien. Das sind die Bedingungen gewesen für Russland, überhaupt der Wiedervereinigung zuzustimmen. Und hier heißt es im Artikel 5 unter Abschnitt 3 wörtlich:
Ausländische Streitkräfte und Atomwaffen oder deren Träger werden in diesem Teil Deutschlands, in Klammern, Gebiet der damaligen DDR, weder stationiert noch dorthin verlegt. Also das ist jetzt natürlich viel Stoff und Information, aber es ist ja auch die erste Meldung. An der Stelle kann man eventuell als Zuhörer noch mal kurz zurückspulen und das Ganze noch mal wirklich in der Wirklichkeit, in der Wirkung auch einfach mal durchzuempfinden. Also dieser Vertrag gilt ja als eine Art Friedensvertrag. Ist ein falscher Begriff, aber wir lassen ihn so, der für Deutschland seine innere und äußere Souveränität des vereinten Deutschlands wiederherstellte. Also so heißt es ja offiziell. Die 2+4 Verträge waren auf jeden Fall eine Grundlage, nämlich die Grundlage, dass Russland seine gesamte militärische Macht aus dem Gebiet der ehemaligen DDR zurückgezogen hat. Während also die Sowjetunion bzw. danach die Russische Föderation dann alle ihre militärischen Einrichtungen in der ehemaligen DDR räumte und ihr gesamtes dort stationiertes Militär quasi abgezogen hatte, gibt es aufgrund von NATO-Abkommen und anderen Verträgen weitere Militärkräfte anderer Staaten in Deutschland nach wie vor. In der Bundesrepublik sind insgesamt zum Beispiel zurzeit 38.000 US-Soldaten dauerhaft stationiert. Dazu kommen noch kleinere Einheiten von Soldaten aus Belgien, Kanada, Großbritannien sowie auch aus Frankreich und den Niederlanden. Wer die Kosten für diese ausländischen Einheiten bezahlt, dürfte klar sein, klar, der deutsche Steuerzahler. Basis für das dauerhafte Aufenthaltsrecht auf deutschem Staatsgebiet ist der Vertrag über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland, so heißt das. Und der ist vom 23. Oktober 1954, das war die Grundlage dafür, dass so viele Soldaten aus anderen Staaten in Deutschland stationiert sind und von Deutschland finanziert werden. Ich will es vielleicht noch mal klar machen. 2+4 heißt ja der Vertrag, die zwei Seiten Deutschlands und die vier alliierten Länder. Das muss man sich klar machen. So kann man sich das auch am besten merken, um die Brisanz des Ganzen empfinden zu können, wie du es gerade gesagt hast. Und durch den Bruch jetzt dieses 2+4 Vertrages müsste ja die Wiedervereinigung der ehemaligen beiden deutschen Staatsfragmente ja wieder offen sein, oder verstehe ich da was falsch? Das musst du mir noch mal erklären. Es kursieren ja doch schon auch seit einigen Monaten Gerüchte, dass die Russische Föderation den 2+4 Vertrag als gebrochen erklären konnte. Ja, und damit ja auch das Recht hätte, jetzt in der DDR wieder Truppen zu stationieren, oder? Wie soll das denn gehen? Also es ist wirklich eine komplexe Frage, vielleicht noch mal. Es ist wirklich auch ein historisch sehr komplexer Vorgang, diese Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt zu verstehen, weil es ja am Anfang eine Dreiteilung war. Und dann durch die Anerkennung der beiden Staatsfragmente DDR und Bundesrepublik plötzlich eine neue Situation Anfang der 1970er Jahre entstand. Also es macht Sinn, sich damit zu beschäftigen, denn zu den 2+4 Verträgen und der Geschichte davor und noch weiter davor müsste man noch viel sagen. Aber gehen wir nochmal zu diesem Thema Russische Föderation. Also ich bezweifle sehr, dass Russland einen solchen Schritt einleiten könnte, nämlich jetzt den 2+4 Vertrag abzuerkennen. Denn es würde ja von der NATO als Überfall auf ein Partnerland sofort interpretiert werden. Wir wissen ja, wie man dann reagiert. Nein, es geht darum, dass aber mittlerweile alle Welt interpretieren kann oder könnte, dass diese sogenannte westliche Wertegemeinschaft mit ihrer US-diktierten, regelbasierten Ordnung eben kein zuverlässiger Partner bei völkerrechtlichen Verträgen ist, weil sie nämlich die regelbasierte Ordnung über das Völkerrecht gestellt haben. Und ich bin erschrocken, wie offen diese ganzen Aktivitäten der untergehenden Sonne im Westen ablaufen. Das meine ich vor allem ökonomisch. Rostock könnte sich nun zu einem potenziellen Ort eines Kriegsgeschehens entwickeln. Könnte, ich bleibe hier im Konjunktiv. Der Bundesnachrichtendienst warnt ja aktuell vor einer weiteren Aufrüstung Russlands, die sich direkt gegen Deutschland oder die NATO richten könnte. Angeblich,
würde der Kreml die Bundesrepublik als Gegner sehen. So sieht es der BND-Präsident Kahl in einer Anhörung damals des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages. Und dann kommen natürlich immer die bekannten Erzählungen, bei denen ich mir immer wieder die Frage stelle, wo sind denn die Beweise für diese Unterstellungen? Gebetsmühlenartig hört man aus Deutschland zum Beispiel in den Medien, dass es dem russischen Präsidenten Putin, also Putin, nicht um die Ukraine geht, sondern darum, eine neue Weltordnung zu schaffen. Und der Westen redet aus meiner Sicht einen Krieg der Russen gegen die NATO ab 2030 regelrecht herbei. Also nochmal, wo sind die Beweise für diese Aussagen? Ja, wir haben öfter in der letzten Zeit diese Themen behandelt, wo Herr Pistorius aus dem Hut zaubert, das sei jetzt also klar, dass bis 2029 Deutschland kriegstüchtig sein müsse, weil dann der Russe sozusagen bereit sei, Europa, sprich Deutschland, anzugreifen. Jetzt gibt es Generale, die das auch alle wiederholen. Auch aus der UNO kommen solche Töne und man fragt sich, wie können die aus der Ferne Russland so gut kennen, dass sie wissen, dass genau dann erst Russland bereit wäre? Ich frage dich, Andreas, könnten die Russen, wenn sie wollten, nicht schon längst angegriffen haben? Vermutlich könnten sie das, aber die Tatsache, dass in den Medien steht, dass ab 2030 die Russen so weit aufgebaut sind, mit ihrer Rüstung Deutschland und Europa anzugreifen, dass das in den Medien steht, spricht aus meiner Sicht dafür, dass es sich hier um eine Propaganda handelt. Wäre das der Fall, dann wäre das eine geheimste Information und jeder, der das offen sagen würde, der würde vor ein Kriegsgericht gestellt werden. Also das Ganze ist ja so offensichtlich absurd, dass hier einfach nur die westliche Bevölkerung in eine Kriegsstimmung reingebracht werden soll, in dem quasi ein böser Feind aufgebaut wird. Wäre es wirklich so, würde da niemand drüber sprechen. Ja, und jetzt wissen wir, dass ja auch im Raum Wiesbaden ebenfalls ein Koordinationszentrum der NATO entsteht. Ja, damit schon praktisch wieder ein weiteres Krisengebiet im Falle einer Eskalation aufgebaut werden könnte. Ich frage mich jetzt mal, wohin soll das führen? Was macht das mit Deutschland? Was hat man mit Deutschland vor? Wir sehen es immer wieder, sowohl ökonomisch als auch jetzt militärisch. Deutschland steht offenbar im Fokus. Und wir wissen natürlich auch, dass die EU dann am Ende ist, wenn Deutschland das Geld ausgeht. Das ist das Problem. Deutschland wird als ehemals führende Wirtschaftsmacht in Europa zurzeit zu einer Drehscheibe eines Krieges umgebaut. Deshalb stelle ich mir die Frage der Souveränität. Könnte man das einfach so machen, wenn das Volk wirklich frei wäre? Und würde man das beispielsweise mal zu einer Wahl abstellen, dann würden sich die Leute vermutlich dagegen stellen. Wobei das natürlich nicht jetzt automatisch bedeutet, dass es zum Krieg kommen muss. Aber die Risiken werden jetzt extrem hochgefahren. Das ist meine Sicht der Dinge. Ja, wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, dass es an allen möglichen Kanten in Deutschland brodelt. Überall Kriegsvorbereitungen, da werden alteingesessene Traditionsunternehmen zur Rüstungsproduktion umgebaut. Und auch in der ländlichen Provinz kann man solche Erscheinungen immer öfter beobachten. Andreas, für mich ist der Ort Bomlitz zu einem Begriff geworden, weil ich von dir schon viel über diesen kleinen Ort in der Lüneburger Heide gehört habe. Und du hast mir gestern erzählt, dass in diesem Heimatort der Südheide, liegt zwischen Hamburg, Bremen und Hannover, ebenfalls bedenkliche Entwicklungen zu verzeichnen sind. Was ist denn in Bomlitz los? Also ich bin da ja geboren und habe dort meine Kindheit verbracht, eine wirklich schöne Kindheit, das muss man einfach so sehen. Das war natürlich alles in Frieden. Dieser Raum Bomlitz, die meisten kennen ihn wahrscheinlich gar nicht, diesen Ort, ist eine ziemlich beschauliche ländliche Gegend, die aber eine interessante Historie ausweist. Wenn wir hier dieses Thema besprechen, nämlich der Kriegsgefahren, da gibt es nämlich die Eibia GmbH oder die gab es für chemische Produkte und das war ein deutsches Chemie- und Rüstungsunternehmen, das in Bomlitz ansässig war. Und die entwickelten sich von 1938 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs mit 5 Produktionsanlagen an 3 Standorten zum größten Produzenten des Deutschen Reiches für Schießpulver. Die alten Bunkeranlagen waren übrigens für uns Kinder und Jugendliche ein spannendes Abenteuerareal in den 60er und 70er Jahren. Dort haben wir viel Zeit verbracht.
Und nun kommt eine gewisse Unruhe in diese beschauliche Gegend. Bomlitz hat neben kleinen Betrieben wie Handwerkern und so weiter vor allem einen großen Industriepark. Das hieß früher mal Wolf und Co., dann Wolf Walsrode, Dow Chemical und so weiter. Und dort werden also Nitrozelluloseprodukte hergestellt. Nun aber ist ausgerechnet die Rüstungsindustrie an diesem Standort Bomlitz interessiert. Da musst du uns natürlich sagen, wozu braucht man denn diese Nitrozellulose? Dieses Zellulosennitrat wird also hauptsächlich zur Herstellung von Lacken und Beschichtungen, aber eben auch Sprengstoffen verwendet. Und hier sehe ich eine kritische Entwicklung. Man könnte hier zwar aushalten, holen könnte ich jetzt, weil ich mit dem Gebiet dort persönlich verbunden bin, meine eigene Geschichte mit der Gegend natürlich verbinde, aber das würde natürlich zu weit führen. Ja, an dieser Stelle sicherlich. Die Walsroder Zeitung berichtet aktuell auch über diesen Vorgang, denn offenbar hat sich bereits eine gewisse Unruhe bei der Bevölkerung breit gemacht, denn es steht der Part der Nitrozellulose des Industrieparks offenbar zum Verkauf an. Wir haben auch schon darüber berichtet gehabt. Und es gibt hier ein Unternehmen, das auftaucht, nämlich eine tschechische Rüstungsholding. Die Firma heißt GSG. Übrigens auch der Name Rheinmetall wird hier des Öfteren genannt. Und ja, was kann man da interpretieren? Fakt ist eines, dass in Bomlitz der letzte sehr große Hersteller in Deutschland für Nitrozellulose ansässig ist. Rein theoretisch könnte man dort sofort wieder auf Rüstung umstellen und Sprengstoffe herstellen. Übrigens nicht weit von Bomlitz befindet sich übrigens ein gigantischer Truppenübungsplatz bei Bergen. Kennen die viele vielleicht. Das ist eine Größenordnung, die dort als Kriegsspielschauplatz laufen für Übungen mit 280 Quadratkilometern Größe. Das ist schon ein ziemlich großes Gebiet und der Beherbergungsmöglichkeit von 15.000 Soldaten. So viele Leute können dort untergebracht werden. Aber wie dem auch sei, es entwickelt sich aus meiner Sicht eine gefährliche hybride Struktur der Aufrüstung und Kriegsvorbereitung in allen Bereichen. Und das macht mir doch schon große Sorge. Das wirklich Absurde ist, dass das Thema Friedensverhandlungen offenbar absolut keine Rolle mehr spielt, um eine mögliche militärische Eskalation abzuwenden. Wir hören nur, es wird ganz schlimm, spätestens ab 2029, sagt Herr Pistorius. Andere große NGOs sprechen jetzt von 2030. Soll es ja losgehen. Und das Thema Rostock, das werden wir wahrscheinlich hier noch einige Male behandeln, denn dadurch könnte ja eine neue Eskalationsspirale in Gang gebracht werden. Andreas, wie passt dann heute die Kurzmeldung der deutschen Wirtschaftsnachrichten dazu? Da heißt es in der Überschrift, Scholz betont Bereitschaft zu Gespräch mit Putin. Und dann heißt es, Bundeskanzler Olaf Scholz hat seine Bereitschaft betont, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über einen gerechten Frieden in der Ukraine zu sprechen. Auch der ukrainische Präsident Zelensky habe erklärt, es solle eine weitere Friedenskonferenz geben. Das lesen wir ja alles immer öfter. Jetzt hat allerdings auch Olaf Scholz dem zugestimmt und er sagt, deshalb ist es auch richtig, dass, wenn gefragt wird, werden wir auch mit dem russischen Präsidenten sprechen. Wir sagen, ja, auch das ist der Fall. Also mich erinnert das Ganze so ein bisschen an eine Strategie der Hinhaltetaktik. Die Erfahrung hat man ja Russland letztendlich aufgedrückt, als man die Minsker Verträge geschlossen hatte zwischen 2014 und 2022, indem man ganz klar der Ostukraine einen gewissen Frieden zusagte, weil die Menschen dort Russisch gesprochen haben und eben halt russisch orientiert waren aus ihrer Geschichte heraus. Und man hat dort in diesen Minsker Abkommen ganz klar auf völkerrechtlicher Ebene einen Vertrag geschlossen, dass man dort aufpassen wird. Frankreich war dabei, England war dabei, Frau Merkel aus Deutschland war dabei, Russland war dabei. Aber im Nachhinein
hat man von westlicher Seite gesagt, allen voran Frau Merkel, aber dann hat es auch Boris Johnson gesagt und Herr Hollande aus Frankreich, wir haben diesen Vertrag von Minsk gar nicht ernst gemeint, sondern wir wollten einfach nur Zeit gewinnen, damit die Ukraine aufrüsten kann. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das fand ja alles noch vor der neuen Eskalation 2022, als der Ukraine-Krieg durch die russische Invasion in eine neue Qualität gekommen ist. Es geht alles ein bisschen länger zurück und wir müssen die gesamten Zusammenhänge eben halt an der Stelle zu erfassen versuchen. Ja, und wir werden an dem Thema natürlich dranbleiben. Übrigens hat Herr Scholz noch etwas ergänzt. Er hat daran erinnert, dass auch unzählige russische Soldaten jeden Tag Opfer des imperialistischen Wahns des russischen Präsidenten würden. Auch sie, sagt Scholz wörtlich, sind Opfer seiner Politik mit dem Ziel, sein Land zu vergrößern. Etwas, was es auf diese Art in Europa nicht wieder geben darf. Für mich ist das eine primitive Propaganda-Formulierung, die er hier einbaut. Man hätte diesen gesamten Krieg definitiv verhindern können. Noch einmal, im Dezember 2021 war der letzte Moment, wo Russland versucht hatte, diesen Krieg abzuwenden, diese neue Eskalationsspirale. Aber man hat ihn wie einen kleinen dummen Jungen von US-amerikanischer Seite abgewatscht. Und dann kam es zu dieser Eskalation. Es tut mir leid, ich bin hier nur der Meinungsgeber aus meiner Sicht. Und das ist ganz klar meine persönliche Sichtweise. Aber ich kann diese Doppeldeutigkeit nur noch schwer ertragen. Wir müssen dringend in Diskussionen, nämlich in Friedensverhandlungen rein. Und es ist definitiv nicht der Fall, dass jetzt die Russen jetzt die Guten sind und die anderen sind die Bösen. Aber es gibt einen großen, komplexen Zusammenhang und die Opfer sind die Menschen. Und ich möchte noch mal eines sagen. Ich hatte gerade gestern gelesen, dass man von Seiten der Bundeswehr jetzt verboten hat, dass deutsche Bundeswehrsoldaten an Sportveranstaltungen teilnehmen dürfen, wo auch Russen mit dabei sind. Das fand ich unglaublich wichtig, wo russische Soldaten, also deutsche Soldaten oder russische Soldaten auf internationalen Sportfesten. Und zwar mit der Argumentation, dass man nämlich festgestellt hatte, dass zum Beispiel nach der Veranstaltung deutsche und russische Sportler Arm in Arm sich haben fotografieren lassen. Das heißt, sie haben sich befreundet. Und das größte Problem ist für eine Armee, dass man sich mit dem Feind befreundet. Denn hier werden junge Menschen aufeinander losgelassen, sich gegenseitig zu ermorden. Das ist der eigentliche Punkt, die sie nicht einmal kennen. Wenn sie die kennenlernen würden in irgendeinem Urlaub in Antalya, dann wären das gute Freunde und würden schöne Abende verbringen. Und so bringen sie sich gegenseitig um. Und deshalb müssen die persönlichen Kontakte, womöglich noch Freundschaftsbildungen zwischen den verfeindeten Soldaten, unbedingt unterbunden werden. Ganz wichtiger Punkt. Ja, geht gar nicht. Nee? Geht gar nicht. Könnten wirklich am Ende Freunde werden, wie das ja über hunderte und aberhunderte Jahre auch der Fall gewesen ist. Ja, ihr Lieben, wir schließen mal das Thema ab. Wir werden das mit Sicherheit noch einige Male hier auf dem Plan haben und schauen uns mal in der deutschen Politik an. Was fällt den deutschen Machthabern, Regierungspolitikern oder wichtigsten, ja, Oppositionspolitiker kann man gar nicht mehr sagen, ne? Wenn man jetzt von einer Opposition gegenüber der Ampel sprechen will, kann man ja eigentlich die CDU nicht nennen. Nein, definitiv nicht. Ja, und Herr Merz, das hatten wir vorgestern, der denkt über das Einkassieren von Geldern auf den Sparkonten der Bürger nach, hat er ganz klar gesagt. Kalte Enteignung könnte man sowas auch nennen. Und die SPD hat weitere Vorschläge, um an euer Geld zu kommen. Denn die SPD möchte jetzt die Vermögenssteuer wieder einführen und nicht nur das Einkommen sehr reicher Menschen stärker besteuern, sondern auch deren Vermögen. Und wie es hier heißt, wird eine höhere Einkommenssteuer für allerhöchste Einkünfte, ebenso aber eine gerechte Erbschaftssteuer, eine neue Vermögenssteuer und eine grundlegende Reform der Schuldenregel angedacht. Und das hat Joachim Post gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Der Mann ist stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender.
Und Andreas, was heißt denn allerhöchste Einkünfte? Also man kann hier ganz deutlich festhalten, dass es um eine Spaltung der unteren Einkommensgruppen geht, wenn man es mal mit den wirklich Reichen vergleicht. Ich möchte das nochmal kurz darstellen. Wenn jemand 1 Milliarde hat, 1.000 Millionen, da gibt es einige davon, und die das zu relativ schlechten Zinsen anlegen, dann haben die einen Zinsertrag von ungefähr 130.000 Euro pro Tag. 130.000 Euro pro Tag, und am nächsten Tag sind es dann 260.000, und so geht das dann immer weiter. Und die Milliarde bleibt immer noch vorhanden. Das entspricht pro Jahr ungefähr 50 Einfamilienhäusern in einer guten Lage. Und das sind aber nicht die Reichen, von denen man reden, denn diese Milliardäre haben ihre Gelder nicht privat irgendwo oder in irgendwelchen eigenen Institutionen, sondern sie bilden dafür Stiftungen. Bei Stiftungen haben die meisten Menschen immer das Gefühl, es handelt sich um etwas Gemeinnütziges, das jemandem helfen will und so weiter und so fort. Das ist nicht der Fall. Es gibt natürlich auch gemeinnützige Stiftungen. Hier geht es aber um Stiftungen, die letztendlich als Steuersparmodelle fungieren. Das heißt, die großen Milliardäre, von denen ich gerade gesprochen habe. Und wenn es der einfache Milliardär ist, wir wissen, es gibt Menschen, die haben 200 Milliarden oder 300 Milliarden, ausrechnen kann man das selbst. Hier geht es aber bei dieser Geschichte, dass man sagt, jeder, der 15.000 Euro zum Beispiel und mehr im Monat verdient, 15.000 Euro im Monat, der muss dringend rangezogen werden, denn das sind die Reichen, die letztendlich auf Kosten der Armen, des Proletariats quasi leben. Hier wird also quasi ein Feindbild aufgebaut des Besserverdienenden, ein Feindbild aufgebaut des Fleißigen und des Tüchtigen und auch des Intelligenten. Das ist so eine pauschale Spaltungsmethode, die man hier erkennen kann. Spaltung zwischen Arm und Reich. Und natürlich ist für jemanden, der 4.000 Euro verdient, es kaum vorstellbar, 15.000 Euro im Monat verdienen zu können und unerreichbar für viele. Aber wenn wir uns die Berufsgruppen anschauen, die eben solche Einkünfte haben, wie vielleicht Ärzte beispielsweise, Andreas, oder andere Menschen, die sich schon auch beruflich engagieren für das Wohl der Menschen, dann ist das eigentlich gar nicht so weit weg. Also Ärzte gehören mit Sicherheit eher nicht mehr mit dazu. Das sind auch nur noch die Ausnahmen. Früher war das mal so, aber heute ist es so, dass viele Mediziner im Angestelltenverhältnis leben und natürlich auch unter der Deckelung der Gesundheitsfinanzierung leiden müssen und kämpfen müssen, am Wochenende noch für die Polizei Blut abnehmen von irgendwelchen Menschen, die man mit Alkohol am Steuer gefunden hat, um überhaupt ihre Raten für ihre Immobilie zahlen zu können. Auch das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Aber es gibt natürlich bestimmte Berufsgruppen, und das sind gar nicht die, die arbeiten. Ein Arzt arbeitet ja, sondern das sind die Privatiers, die ihr Vermögen verwalten. Das sind ja keine Arbeitenden, die zum Beispiel den ganzen Tag an ihrem Computer sitzen und dann mit irgendwelchen Aktien, Bitcoins oder irgendwelchen anderen Dingen spekulieren, können die ja gerne machen. Das sind aber keine Leistungsträger, das sind keine Mehrwerterbringer. Ein Arzt, der sorgt ja dafür, zumindest von der Berufsbildung her, ist nicht immer der Fall, dass die Menschen dann anschließend gesünder sind als vorher. Das ist zumindest das offizielle Ziel. Aber hier haben wir natürlich einen Unterschied zwischen Arbeitenden und Einkommenden. Es gibt welche, die haben nur Einkommen ohne Arbeit. Das sind eben leistungslose Spitzeneinkommen. Aber um die geht es nicht. Es wird eben nicht mehr unterschieden zwischen Investitionen und Konsumieren und zwischen Einkommen und Spekulationen und all diese Dinge. Das heißt, hier findet keine Differenzierung statt, sondern einfach nur im Prinzip ein Neidnagel, der in die Bevölkerung eingeschlagen wird zwischen den Armen und den etwas weniger Armen. Neidnagel kannte ich auch noch nicht. Den Ich auch Mietnagel nicht. kennt man. Ja, aber das ist ein schöner neuer Begriff, den merke ich mir jetzt. Da wird ein Neidnagel eingeschlagen. Ihr Lieben, in Berlin hat vor wenigen Tagen der Weltgesundheitsgipfel stattgefunden. 3 Tage lang hat dieser sogenannte im Original World Health Summit gedauert. Dabei waren nicht nur Olaf Scholz, nicht nur Karl Lauterbach, sondern der WHO-Chef Tedros höchstpersönlich und übrigens auch der selbsternannte Philanthrop Bill Gates. Wir wundern uns eigentlich schon über gar nichts mehr. Und ja, die WHO, die jault ja, dass nicht genügend Gelder kommen.
wenn Donald Trump Präsident werden sollte in den USA, wird er mit Sicherheit wieder, wie damals schon vor 4 Jahren, als eine der ersten Maßnahmen, den Austritt der USA aus der WHO bekannt geben und damit auch keine hunderte Millionen da mehr hinspülen. Was haben die da gemacht? Warum findet so ein Gipfel in Deutschland statt? Ganz einfach, weil die impffreudigsten Unterstützer der WHO in Deutschland sitzen, in Berlin, in Person von Karl Lauterbach und Olaf Scholz und natürlich in Brüssel vertreten durch Ursula von der Leyen. Und man hat tatsächlich es geschafft, 1 Milliarde Dollar in diesen 3 Tagen für die WHO zu sammeln, wobei man erstmal dazu sagen muss, die meiste Kohle kommt von Deutschland. Andreas, ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht mehr so ganz, weil wir wissen nicht mal mehr, wie die Patienten in den Krankenhäusern Kochsalzlösung bekommen können. Wir leiden unter Medikamentenmangel und dann werden da mal hunderte Millionen einfach bereitgestellt für die WHO. Naja, und die Krankenversicherungen müssen dramatisch steigen im Moment, weil die Krankenversicherungen in Riesenproblemen sind, die wir natürlich aufgrund der verfehlten Pandemiepolitik und dieser gesamten Orgie an mRNA-Spritzen, die man dann zu Milliardenkosten auch wieder entsorgen musste, weil sie dann nachher keiner mehr haben wollten. Das ist ja eine einzige Story des kompletten Versagens bzw. der vorsätzlichen Zerstörung. Das ist wieder meine Meinung, dieser letzte Part. Ja, also ich denke mal schon, dass wir hier erkennen, dass Herr Scholz als oberster Direktor der Pharmaindustrie für den Vertrieb fungiert und anstatt die eigenen Bürger mit einer Gesundheitsvorsorge zu unterstützen, die Krankenversicherung zu unterstützen, eine tatsächliche Reform, eine Gesundheitspolitik neu zu strukturieren, übrigens auch wieder eine regionale, nationale, eigenverantwortliche Gesundheitspolitik zu finanzieren. Stattdessen wird das Geld in eine NGO namens WHO als Tochter der UN. Und die WHO ist letztendlich die Gruppe, hinter der sich die Pharmaindustrie verbirgt und deren Philanthropen, sprich Investoren. Die Berliner Zeitung hat einen äußerst kritischen Artikel zu diesem Treffen geschrieben. Und da heißt es, es ist für die WHO die bislang größte Geberkonferenz gewesen. Die deutsche Regierung unterstützt die WHO aus Überzeugung. Bundeskanzler Scholz sagt in der Eröffnungsrede, dass die WHO in den nächsten 4 Jahren 40 Millionen Leben retten wolle. Aha. Daher habe die Bundesregierung eine Finanzierungszusage für 360 Millionen Euro mitgebracht. Das ist die Summe, die Deutschland der WHO für ihr Arbeitsprogramm von nächsten Jahr an bis 2028 zur Verfügung stelle. Und damit solle es weltweit vor allem mehr Impfstoffe, besseren Zugang zu Ärzten und Kliniken, besser ausgebildetes Personal, bessere Daten geben. Und da gibt es einen großen Applaus in dem großen Saal, wo sie alle hocken. Und diese Summe, die 360 Millionen aus Deutschland, das wird die höchste Summe an diesem Abend sein. Wir haben vor einigen Monaten darüber gesprochen, dass in diesem Jahr, also 2024 und auch letztes Jahr, ich weiß es nicht mehr, wie viel es genau war, aber war es nicht schon knapp 1 Milliarde, die aus Deutschland kam? Ist gut möglich, ich habe es nicht im Kopf, aber wenn wir dann sehen, dass wir ungefähr mit der gesamten Bundesrepublik Deutschland mit 360 Millionen hier im Prinzip nur ein Tick größer sind gewissermaßen als allein die Privatspende von Bill Gates, der zum Beispiel 250 Millionen als Privatperson eben halt stiftet, nämlich über seine Gates-Stiftung. Da wird übrigens mal klar, wie ein Milliardär, ich habe das gerade erzählt, wie deren Einnahmen sind alleine an den Zinsen, wie der das natürlich mal so ganz lecker wuppen kann, locker wuppen kann, bedeutet, dass also gerade solche Privatiers, die dann auch in den NGOs ihren großen Einfluss ausüben können, wie die natürlich über ein Machtpotenzial, über Geld verfügen, die als Privatperson über mehr Kapital verfügen als ganze Staaten, genau genommen als die meisten Staaten, die es auf der gesamten Erde gibt. Hier müsste man nachfragen, wie das überhaupt zu regeln wäre. Es heißt hier bei der Berliner Zeitung, Deutschland ist Leader bei diesem Event, also Führer. Bei diesem World Health Summit.
Und die Gäste sind aus aller Welt gekommen nach Berlin und initiiert, auch vielleicht eine interessante Nebeninformation, initiiert wird dieser Gesundheitsgipfel, dieser Weltgesundheitsgipfel, seit 2009 von einer Tochtergesellschaft der Charité. Die dreitägige Konferenz findet auf Englisch statt und Ziel ist es Wissenschaft, Politik und Privatwirtschaft. Sind das die Impfunternehmen wahrscheinlich, mit Hinblick auf die globale Gesundheit zusammenzubringen. Und es waren 3.500 Teilnehmer aus 140 Ländern, da die 67 Sitzungen im Marriott Hotel in Berlin besucht haben. Ja, die klassische Eigenbeweihräucherung, wie man sie sich nicht schöner vorstellen kann, die Wissenschaft, und damit spricht man ja von der Wissenschaft. Man geht dann aber nicht auf die Kritiker ein, die ergebnisoffen forschen, sondern man geht auf die Menschen ein, die gefälligst das ganze Spiel vorgegeben durch die entsprechenden Aktionäre, durch die entsprechenden Pharmaindustrie durchzuspielen haben. Die Politik in einer genau ähnlichen Situation, die Privatwirtschaft braucht eigentlich kaum genannt werden, denn da finden sich ja letztendlich die Dirigenten dieses ganzen Orchesters wieder. Also für unsere Zuhörer wirklich nichts Neues, was wir hier haben. Ich sehe nur eines. Würde es eine direkte Demokratie geben, wie es zum Beispiel die AfD fordert, und man würde, wie in der Schweiz zum Beispiel, fragen, die Menschen in Deutschland, seid ihr bereit, das Ganze so zu finanzieren? Ich wüsste nicht, wie das Ergebnis aussehen würde. Nun hatte man ja versucht, im Mai diesen Pandemievertrag der WHO zustande zu bringen. Und da konnte man sich aber nicht einigen, diese 194 Mitgliedsländer der UN-Weltgesundheitsorganisation. Und jetzt hat man diesen Gipfel, diesen sogenannten nein, Gesundheitsgipfel heißt es offiziell, in Berlin unter der Ägide von Olaf Scholz eben initiiert, um diesem Ziel doch näher zu kommen. Und wir haben hier viel über diesen WHO-Pandemievertrag gesprochen, auch über die internationalen Gesundheitsvorschriften, die, wenn alles so durchgehen würde, dafür sorgen, dass Herr Tedros als Chef der WHO von heute auf morgen die Welt dicht machen könnte, sagen könnte, ihr dürft weder verreisen noch dürft ihr das Haus verlassen, ihr müsst euch jetzt isolieren. Wir haben einen bitteren Vorgeschmack bekommen von der Corona-Pandemie und vielleicht ist nach dieser Corona-Pandemie aber der Widerwille der Bevölkerung schon ziemlich gestiegen, sodass man sich überlegt hat, was können wir tun, um das Ding doch einzutüten? Denn sowohl Herr Scholz als auch Herr Tedros haben bei dieser Veranstaltung wiederholt, es sei keine Frage, ob, sondern wann die nächste schwere Pandemie über die Welt hereinbrechen würde. Und da hat man dann durchaus genannt, entweder die Affenpocken oder eben das Marburg-Virus. Und Scholz hat gesagt, die Covid-Pandemie habe gezeigt, dass Pandemien nicht an Ländergrenzen Halt machten. Und daher werde man sich weiter dafür einsetzen, dass es zum Abschluss eines internationalen Pandemieabkommens komme. Richtig, zu einer Ein-Welt-Regierung, wie es Frau Merkel gefordert hatte im Jahre 2011 in einer öffentlichen Rede. Genau das ist das, was hier beschrieben wird. Wir dürfen nicht vergessen, die WHO ist eine Tochterorganisation der UN. Wir hatten uns neulich auf dem UN-Summit oder über diesen UN-Summit haben wir uns unterhalten darüber, dass man die Demokratie abschaffen will, damit das Volk nicht mehr reinquatschen kann bei den großen internationalen Entscheidungen. Das wurde damals in der Schweiz, in Genf, ganz deutlich diskutiert, denn dort sitzen ja diese Leute der UN dann in ihren entsprechenden gut gewärmten und klimatisierten Räumlichkeiten. So schlecht geht es denen nicht, auch wenn gern das Gegenteil behauptet wird. Wir sehen hier eben halt, dass die WHO als Exekutive nachher ganz klar die gesamte Welt auf Knopfdruck lahmlegen soll oder können soll. Man braucht dann quasi nur noch eine entsprechende Pandemie in den Raum zu schmeißen und kann alle Menschen quasi global einsperren. Das ist eine Dimension, die man sich immer wieder vor Augen führen muss. Ja, und wenn wir uns damit klar machen, in Österreich ist dieser digitale Impfpass schon eingeführt worden. In der EU soll er 2025, also im Vierteljahr, gestartet werden. Dann kann es natürlich sein, dass dann die WHO eines Tages sagt, so, also wer jetzt nicht gegen
Marburg und gegen Mpox und gegen wer weiß was geimpft ist, der darf dann leider das Land nicht mehr verlassen. Der darf auch vielleicht einige andere Sachen nicht tun. Und der Autor der Berliner Zeitung, dieses Artikels hier, der schreibt, bemerkenswert an den Diskussionen war, dass sich hier alle einig zu sein schienen. Egal in welcher Runde man als Besucher platzte oder per Livestream schaute und egal wer sich im Anschluss meldete, um Fragen loszuwerden, alle bliesen ins selbe Horn. Sie unterstützten sich gegenseitig in ihren Redebeiträgen, bekräftigten, was der Vorredner gesagt hatte, lobten ausdrücklich das allgemeine Engagement. Und er schreibt, normalerweise werden bei Konferenzen, zumal wissenschaftlichen, unterschiedliche Standpunkte besprochen. Und auch etwa Journalisten sind es gewohnt, kritische Fragen zu stellen. Nicht so auf diesem Weltgesundheitsgipfel. Hier schienen keine Fragen offen zu sein. Das gesamte Konferenzpublikum scheint sich auf dem Weg in eine gute Zukunft zu wähnen, die hier vorbereitet werden soll. Gesundheit für alle. Also wenn man sich vorstellt, dass vor wenigen Jahrzehnten nur wenige hundert Meter entfernt von dem Ort in Berlin der Palast der Republik war, nämlich das DDR-Parlament, wo man nämlich genau in den gleichen Mechanismen der Einigkeit, der Abgesprochenheit und der Gleichströmigkeit, Gleichgebürstetheit eben halt argumentierte, dann merkt man eben halt, dass hier der Sozialismus eingeführt wurde und wird. Und da sind Widersprüche einfach nicht mehr zugelassen. Die Diskussion ist gewichen, Demokratie ist verabschiedet, aber das Allerschlimmste, die Republik ist verabschiedet. Respublika dient eigentlich dem Volk und wir sind im Res Privata, wo letztendlich nur private Interessen und zwar einer ganz kleinen Gruppe hier abgehandelt wird. Ich möchte hier nochmal diesen O-Ton des WHO-Direktors Tedros wiederholen, damit ihr das vielleicht euch auch mit einhämmert, denn er sagt, in Gesundheitsnotlagen gebe es keine Friedenszeiten. Aktuelle Ausbrüche von Mpox, Marburg-Virus und anderen Erregern würde zeigen, dass es keine Frage sei, ob die nächste Pandemie kommt, sondern wann. Und die Vorbereitung auf solche Krisen müsse deshalb ein Dauerzustand sein. Mir fällt immer wieder ein, wenn ich Marburg-Virus lese, Andreas, wie Dietrich Klinghardt, Dr. Dietrich Klinghardt, einer der renommiertesten freien Wissenschaftler, der viele eigene Studien veröffentlicht hat, eben auch darauf hingewiesen hatte, dass die ganzen Tools, Tests und so weiter, aber eben auch Impfstoffproduktion, Patente dafür, vorbereitet seien von Seiten Herrn Gates, und zwar was das Marburg-Virus angeht. Ja, das könnte durchaus sein. Also wir wissen natürlich nicht, was sie sich da letztendlich einfallen lassen, aber entscheidend ist dabei, dass jeder Mensch eigenverantwortlich das Recht auch haben muss, zu sagen, ich nehme auch mein vorzeitiges Ableben, sprich meinen Tod in Kauf, wenn man mir sagt, dass dort gerade ein ganz gefährliches Pandemievirus letztendlich in irgendeiner Form herumläuft. Das ist wirklich ein großes Problem. Und hier geht es letztendlich darum, dass mir die Eigenverantwortung abgenommen wird und ich nicht mehr entscheiden kann, ist es gefährlich oder nicht. Es besteht natürlich auch immer noch die Situation, dass man fragen muss, wenn ein solches gefährliches Virus rausgegeben wird, tatsächlich in Umlauf gebracht wird, ob die Initiatoren dieses Virus sich selbst davor noch irgendwann schützen können. Das ist ja auch immer noch die Frage, die dahinter steht. Ja, genau. Und es gibt da noch viele Aussagen von Bill Gates und von Herrn Lauterbach, der einfach angemahnt hat, ihr dürft doch die WHO nicht im Regen stehen lassen. Die kann doch nicht immer um Geld betteln gehen. Deswegen gehen wir hier mit gutem Beispiel voran. Ja, und währenddessen schreibt das Portal TKP, dass die Impfskepsis in Europa deutlich zunimmt. Die Europäische Gesellschaft für Medizin hat ein Programm gestartet, um gegen die sich ausbreitende Impfskepsis nun anzugehen. Angesichts des anhaltenden Vertrauensverlusts in Impfstoffe stehe Europa bei seiner Impfstrategie vor einem kritischen Punkt. In mehreren Ländern stimmen weniger als 40% der Menschen der Aussage zu, dass Impfstoffe wichtig, sicher, wirksam und mit ihren Überzeugungen vereinbar sind.
Andreas, wie kommt denn so etwas? Naja gut, das ist ja nun gut vorstellbar. Ich glaube ganz einfach, dass hier die Impfindustrie oder die Behandlungsindustrie dramatisch überzogen hat. Das muss man einfach mal so sehen. Man hat den Menschen damals noch gewisse Impfungen, Wundstarrkrampf und all diese Dinge, Tetanus, das hat man denen immer abgenommen. Aber wenn man dann irgendwann überzieht und wir eine exponentielle Funktion der Geldumverteilung haben, die dann dazu führt, dass wir irgendwann keine 3 Impfungen im Jahr, nicht mehr 50, sondern irgendwann 400 brauchen, jeden Tag meinetwegen 1,5 bis 2 Impfungen, dann wird irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagt, stopp. Man erkennt hier eine Tendenz, dass offenbar die Schöpfung nicht in der Lage ist, eine gesunde Natur, gesunde Schöpfung, gesunde Menschen und Tiere hervorzubringen und dass der Mensch mit seiner Chemie und seinen Keulen und seiner Gier nach Rendite unbedingt eingreifen muss. Man erkennt eine Tendenz, dass sie es weiß machen wollen. Denn natürlich hat uns der Schöpfer ein Immunsystem mitgegeben, das wir selber natürlich pflegen müssen. Durch gesunde Ernährung, durch viel Bewegung an der frischen Luft und anderen Methoden, um stabil zu bleiben. Ausreichend Schlaf gehört auch dazu und keine Drogen beispielsweise. Und auch eine Herdenimmunität leicht herzustellen ist. Und von den Veröffentlichungen aus den RKI-Files wissen wir jetzt inzwischen auch, dass das natürlich auf den Regierungsbänken klar gewesen ist, aber dass man alles daran gesetzt hat, auf wessen Druck auch immer, da kann man ja nur spekulieren, dass das Thema Impfen in die Köpfe und in die Arme der Menschen musste. Ich finde, das ist das, was nie oft genug wiederholt werden kann. Es geht nicht darum, dass die Politiker, zumindest die Entscheidenden, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben, sondern nach Vorgaben gehandelt haben und damit fahrlässig furchtbare Entwicklung bei vielen Menschen, nämlich gesundheitliche Entwicklung durch Nebenwirkungen, in Kauf genommen haben. Und das, ob sie wussten es, und das ist das Entscheidende, die Daten haben bewiesen, dass die Zahlen, Daten, Fakten vorlagen und man hat trotzdem, wir haben gerade über Herrn Hirschhausen gesprochen, der ja auch als Pharmareferent da tätig war letztendlich, und man hat schlicht und ergreifend Behauptungen aufgestellt, die nicht nur von mangelnder Kompetenz herrühren, sondern schlicht und ergreifend sachlich falsch waren. Und das, obwohl die Beweise schon vorlagen, dass es so nicht stimmt. Warum machen wir das hier immer wieder? Damit es endlich immer noch klarer wird. Wir haben so viele Fakten, Daten, Beweise auf dem Tisch liegen. Und in Berlin fabuliert man international über solche Themen, die wir hier gerade hergegeben haben. Und es gibt ein weiteres spannendes Thema. Das hat auch TKP, Dr. Peter F. Meyer, veröffentlicht. Nämlich er bezieht sich auf einen Artikel der Trial Side News mit dem Titel Pocken, Affenpocken und Kuhpocken als mögliche Nebenwirkungen des Covid-19-Impfstoffs. Das Thema erregt derzeit einige Aufmerksamkeit. Nebenwirkungen, die zu anderen Infektionen führen, die sind nicht unbedingt überraschend, schwächt doch die mRNA-Injektion zunächst einmal das Immunsystem. Und deswegen wurden in den Studien und auch in den folgenden Daten die Geimpften jeweils für den Zeitraum von 2 Wochen ab Stich zu den Ungeimpften gezählt. Und trotzdem ist es erstaunlich, heißt es hier, dass eben just die 3 genannten Pockenarten von BioNTech selbst als Nebenwirkungen aufgelistet werden. Der Autor des Artikels schreibt daher folgerichtig gleich zu Beginn: Wenn Sie mir nicht glauben, können Sie es selbst nachprüfen. Klicken Sie auf folgenden Link, suchen Sie nach BioNTech, klicken Sie und so weiter in den angezeigten Suchergebnissen auf Pfizer, BioNTech, Covid-19-Vakzin und klicken Sie weiter. Und dann findet man tatsächlich, ich habe es dann auch gemacht, eben den Hinweis von BioNTech, dass durch die Covid-19-Impfung diese 3 Pockenarten, eine hat ja da gerade Herr Tedros auch genannt, die eventuell kommen könnte, auftreten nach einer solchen Impfung, auftreten können. Entschuldigung, da muss man vorsichtig sein. Andreas, das wäre natürlich ganz fatal, wenn aus irgendwelchen Gründen die Affenpocken durch eine Covid-Impfung ausgelöst werden können. Ja, es verwundert mittlerweile überhaupt nichts mehr, dass es immer noch mal eine Etage höher gedreht wird und hier wird der Gang noch höher geschaltet. Wie
unredlich offenbar diese Politik der Impfung mit den Vakzinen von BioNTech und Konsorten eben gewesen ist. Also man muss sich vorstellen, ich bin gesund und ich werde dann angehalten, eine solche Impfung zu machen und bekomme dann durch die Impfung als Nebenwirkung Affenpocken oder Kuhpocken oder sonstige Pocken. Das ist ja so absurd, dass man überhaupt nicht mehr weiß, was man dazu noch sagen soll. Ja, und wir haben ein nächstes Thema, da möchte ich auch mit dir kurz drüber sprechen, Andreas. Das ist ein Artikel von Ansage.org, ein Portal, ein deutschsprachiges Portal. Und das klingt jetzt auch wieder sehr komisch, denn die Ampel hat sich offenbar wieder einmal als eifriger Lakai der Pharmaindustrie erwiesen. Und zwar auf eine derart skandalöse Weise, dass sich sogar die linken Bollwerke der Staatssender, also der öffentlich-rechtlichen WDR, NDR und auch die Süddeutsche Zeitung zu einer für ihre Verhältnisse kritischen Recherche genötigt gesehen haben. Demnach deutet vieles darauf hin, dass der US-Pharmakonzern Eli Lilly nur deshalb im rheinland-pfälzischen Alzey eine Fabrik mit rund 1000 Arbeitsplätzen errichtet hat, weil er im Gegenzug dafür eine Gesetzesänderung aus Berlin zu seinem Vorteil erhielt. Es heißt hier, es wäre der bislang krasseste Fall von pervertiertem Lobbyismus und Missbrauch der Legislative für wirtschaftliche Interessen, natürlich wieder zulasten der Bürger. Im Einzelnen, fest steht bislang Folgendes. Nachdem Bundeskanzler Scholz das Datum vom 16. Februar 2023 wird hier genannt, mit dem Eli Lilly Vorstand telefoniert hatte, kündigte der Konzern Ende August 2023, also ein halbes Jahr später, knappes halbes Jahr später, gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium plötzlich die Milliardeninvestition in Alzey an. Dazu heißt es explizit in den Akten wörtlich, Eli Lilly knüpft seine Investitionsentscheidung an die Zusage der Bundesregierung, vertrauliche Rabatte bei innovativen Arzneimitteln zu ermöglichen. Und im Sommer diesen Jahres, heißt es hier weiter, lieferte die Regierung dann, oder sie lieferte dann, indem sie das Medizinforschungsgesetz verabschieden ließ. Was ist das Medizinforschungsgesetz? Durch dieses wurde die bisherige Regelung abgeschafft, die vorschrieb, dass die Preise, die die Krankenkassen den Pharmaunternehmen gewährten, öffentlich gemacht werden mussten. Daran konnten sich dann auch die Krankenkassen in anderen Ländern orientieren. Mit diesem neuen Gesetz aber können die Firmen die Preise für bestimmte Medikamente jetzt abseits der Öffentlichkeit aushandeln und festlegen, wodurch kein Land mehr weiß, welche Preise in den anderen Ländern gelten. Nur die Unternehmen selbst haben dann noch den vollen Überblick. Also wir haben hier den klassischen Fall einer Totalkorruption. Also ein US-Pharmakonzern korrumpiert die Gesetzgebung, korrumpiert hier offenbar sogar den Bundeskanzler in direkter Form, der sagt, wir werden ein Gesetz zur Intransparenz schaffen, damit ihr eure Preise für die Medikamente so festlegen wollt, dass niemand mehr weiß, wie sich die Preisstrukturen intern zusammensetzen. Und das Interessante ist, damit wird der Pharmakonzern quasi in das Recht gesetzt, jeden ihm lieben Preis, den er haben will, hochprofitablen Preis, den er haben will, einfach festzusetzen. Der Wettbewerb wird ausgeschaltet per Gesetz und der Bürger muss das Ganze dann letztendlich bezahlen, der eventuell dann durch die WHO noch gezwungen wird, diese Medikamente nehmen zu müssen, weil es Herr Tedros von der WHO anordnet. Da schließt sich dann der Kreis. Eieiei. Also hier wird berichtet, Befürworter einer solchen Regelung ist insbesondere die Firma Lilly, die ihre Investitionsentscheidungen in Alzey an einen in Aussicht gestellten vertraulichen Erstattungsbetrag geknüpft hatte. Und das ist ein Vermerk in den Unterlagen von Karl Lauterbachs Ministerium.
Ebenso wie die Feststellung, dem US-Konzern könne mitgeteilt werden, dass das Bundesgesundheitsministerium dem Wunsch von Eli Lilly nachkommt. Ja, man kann es kaum fassen, wenn man so etwas liest. Das ist natürlich jetzt ein Sozialismus, den wir selbst in härtesten Zeiten in der Sowjetunion nicht einmal hatten, wo also tatsächlich durch Korruption dann irgendwelche, ich sage mal, Veranstaltungen vereinbart wurden zwischen produzierenden volkseigenen Betrieben und dann eben halt dem Staat, der das Ganze zur Verfügung stellt. Also Korruption, klar, wir haben hier mit einem Straftatbestand zu tun, zumindest mit einem Unterstellten. Und es müsste sofort jetzt die Staatsanwaltschaft eingreifen. Das Dumme ist, dass die Staatsanwalt natürlich wieder weisungsgebunden ist von den Politikern, die selbst eben halt diese Anordnungen durchführen. Und das ist das, was ich neulich gesagt habe. Das ist der Gipfel der organisierten Kriminalität, den man dann in der Perfektion erreicht hat, wenn man Straftaten durchführen kann und gesetzlich nicht mehr belangt werden kann, weil man es als redlich plötzlich klassifizieren kann. Hier heißt es, die Folge des Kurhandels wird jedoch höchstwahrscheinlich sein, dass die Krankenkassenbeiträge ansteigen. Und darüber ist man sich im Bundesgesundheitsministerium auch bewusst. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen teilte zu dem Gesetz mit, dass nun wörtlich die Arzneimittelausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung und damit für 90% der Bevölkerung sicher steigen werden. Ja, das nennt man Umverteilung von fleißig nach reich. Und hier sehen wir, es geht überhaupt nicht um die Gesundheit, sondern es geht ausschließlich um Geld. Jede Form von Krieg, ob sie durch die Pharmaindustrie gegen die Bevölkerung, durch irgendwelche Zwangsbehandlungen stattfinden oder Unterstelltenbehandlungen stattfindet oder ob man irgendwelche Waffen in irgendwelche Länder schießt und damit beispielsweise große Zerstörungen hervorruft. Es dient alles der Umverteilung des Vermögens und das ist das Ganze. Es geht immer um Profit. Ja, ihr Lieben, und es geht weiter mit diesen Nachrichten, die einfach nicht mehr aufhören wollen, was Deutschland angeht. Wir haben letzte Woche darüber berichtet, ich glaube Montag auch noch, Ryanair, Eurowings, alle kündigen an, Flüge zu reduzieren aus Deutschland und nach Deutschland. Vor allem Hamburg ist betroffen. Aber jetzt hat auch die deutsche Fluggesellschaft Condor bekannt gegeben, ihr Angebot am Hamburger Flughafen im nächsten Sommer aufgrund gestiegener Kosten enorm zu verringern. Und damit kündigt die dritte Fluggesellschaft innerhalb von 5 Tagen Kürzungen an dem Standort an. Der Betreiber des Flughafens Hamburg äußert in einer Stellungnahme den Eindruck, der Flughafen sei zum Spielball einer bundespolitischen Auseinandersetzung geworden. Und Condor hat Zahlen genannt, also ab nächstem Sommer werden die Angebote um 13% reduziert, zum Beispiel Verbindungen nach Griechenland, nach Malaga sollen wegfallen und eine eigentlich vorgesehene, geplante Vergrößerung der Kapazität, die wird abgesagt. Also was mich wundert bei dem Spiel ist, dass ja irgendwie alle mit dabei sind. Der Condor-Vorstand, der streicht halt einfach die Flüge. Dann die Betreibergesellschaft des Hamburger Flughafens gibt sich echauffiert und sagt, wie kann denn so etwas sein? Der Bund setzt die Dinge einfach um. Das Drittlandniveau wird immer größer. Aber interessanterweise, die Mitarbeiter der einzelnen Unternehmen, sowohl bei Condor als auch in der Flughafengesellschaft und so weiter, und ich glaube auch in den Behörden der Regierungen, die würden wahrscheinlich alle sagen, was läuft hier ab? Keiner traut sich mehr etwas zu sagen. Alle sind irgendwie mundtot gemacht und man nimmt es hin. Und die Vorstände von den großen Konzernen und allen Beteiligten, von den Regierungen bis hin zu den Fluggesellschaften, die machen dann einen erstaunten Eindruck. Man könnte doch, wenn man Lobbyist ist an der Stelle, und Fluggesellschaften sind doch wirklich auch relativ stark, zumindest habe ich das so in meinem Gefühl, dann könnte man doch mal so richtig gegen angehen, Brandbriefe nach außen gehen, in die Medien reingehen. Man hat ja gewisses Vermögen zur Verfügung. In Anbetracht der Tatsache, dass das nicht stattfindet, sondern so unter nebenbei als nebenbei quasi Meldung läuft in den großen Standardmedien, da hat man das Gefühl, irgendwie stecken dabei auch alle mit unter einer Decke. Es tut mir leid.
Und diese Decke, die wird auch immer größer. Wir haben nun über Hamburg, über Deutschland, was die Fluggesellschaften angeht, es geht natürlich immer um die Kosten. Das sind immer die CO2-Zertifikate, die Emissionszertifikate, die da eingefordert werden. Also das ist der eine Punkt. Dann haben wir eben gerade gesprochen über diesen sogenannten Weltgesundheitsgipfel in Berlin unter der Führung von Deutschland, also Herr Scholz und Herr Lauterbach. Und nun gab es noch eine ganz große Globalkonferenz in Hamburg, nämlich der Vereinten Nationen. Und das war die Hamburg Sustainability Conference mit, laut Eigenaussage der Veranstalter, mehr als 1500 Teilnehmern aus 100 Nationen. Und worum ging es da? Es ging um das Thema Gerechtigkeit auf der ganzen Welt. In 60 Sitzungen wurde über typisch linke Themen diskutiert, wie die weltweite gerechte Verteilung von Ressourcen und Wohlstand. Und darüber hinaus zeichnete Aya Banga, das ist der indisch-amerikanische Weltbankpräsident, ein düsteres Bild. Er kündigt an, dass in den nächsten 15 Jahren die Anzahl der Flüchtlinge, die nach Europa kommen, explodieren soll. Nämlich warum, fragt man sich, weil dort das Bevölkerungswachstum, zum Beispiel in Afrika, explodiert und innerhalb der nächsten anderthalb Jahrzehnte, das ist die Voraussage hier, würden über 1,2 Milliarden junger Afrikaner auf Jobsuche gehen. Da es jedoch nur 400 Millionen Arbeitsplätze in Afrika gibt, werde, so ist die Rechnung der UN und des Weltbankpräsidenten, langfristig 800 Millionen Afrikaner job- und perspektivlos sein. Und diese 800 Millionen Afrikaner werden, das sagt der Weltbankpräsident, ihr Glück in Europa suchen, das ja bereits schon viele ihrer Brüder auch aufgenommen habe. Man fragt sich, das Ganze sind ja linke Themen, wie das eigentlich mit dem sogenannten Klimaschutz vereinbar ist. Diese Menschen kommen aus afrikanischen Ländern, in denen man meistens keine Heizung braucht, weil es warm genug ist, und man dann eben halt dort ja auch eine Infrastruktur unternehmerisch aufbauen könnte, dass die Leute eben halt nicht flüchten müssen. Stattdessen, dass man diesen Menschen dort vor Ort durch Industrieansiedlungen oder durch Betriebsansiedlungen oder durch sonstige Maßnahmen tatsächlich richtig hilft, spricht man eben halt von einer Massenmigration. Die kostet ja jetzt schon so unendlich viel Geld für Europa, dass man mit diesem Geld theoretisch wahrscheinlich schon große Teile von Afrika hätte sanieren können, um denen dort eine Zukunft eben halt zu geben. Stattdessen sagt man, jetzt kommen 1,2 Milliarden Menschen nach Europa. Das ist also das Doppelte von dem, was überhaupt jetzt in Europa schon lebt, inklusive der Mischung der verschiedenen Bevölkerungsschichten. Ja, dann können wir uns vorstellen, wie das Land in 15 Jahren aussehen wird. Das Interessante ist, die sind dann alle in Europa, brauchen dann plötzlich im Winter alle Heizungen und die müssen alle letztendlich unheimlich viel Energie verbrauchen. Wie verträgt sich das mit dem Klimaschutz? Das ist alles so hirnrissig, was hier läuft. Man kann sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Es geht um einen Zerstörungsprozess, um eine Agenda und eben halt weder um Umweltschutz, noch um Gesundheit, noch um Verteidigung irgendwelcher Freiheiten, sondern es geht um Geld. Und es wird ganz offiziell auch angekündigt. Das heißt, wenn jetzt Gemeinden oder Landkreise stöhnen und sagen, wir können keine Menschen mehr aufnehmen, wir haben keine Kapazitäten, dann kann es sein, dass die nächsten Argumentationen, weil die UN das ja auch sagt und der Weltbankpräsident auch, dass man dann sagt, ja, das ist doch erst der Anfang, das wird dann noch viel schlimmer werden. Und man argumentiert mit dem Wort Nachhaltigkeit. Und damit ist nicht mehr nur der Umweltschutz genannt. Es geht nicht mehr nur um wiederverwertbare Verpackungen. Es geht auch nicht um Verzicht
auf Flächenversiegelung. Stattdessen legt man diesen Standard inzwischen ebenso auf das komplexe Klimasystem der Erde wie eben auch auf das globale Finanzsystem an. Und Andreas, das sind dann die Totschlagsargumente, mit denen man das durchpeitscht. Naja, aber unterm Strich gesehen geht es darum, dass man sagt, man will in anderen Ländern eben halt auch vom Wohlstand partizipieren. Das Interessante ist, dass man hier immer so voraussetzt im Unterbewusstsein, dass in Europa von der Natur aus schon ein großer Wohlstand ist. Dieser Wohlstand muss aber immer wieder durch Arbeit, durch Mehrwertschaffung erwirtschaftet werden, sonst ist da kein Wohlstand mehr, dann ist auch nichts mehr zu verteidigen. Und wenn jetzt heißes und kaltes Wasser zusammengeschüttet wird, dann kommt eine lauwarme Brühe dabei raus. Und das ist das große Problem. Niemand wird noch leistungsbereit sein, um nämlich diesen Wohlstand in Deutschland aufrechtzuerhalten, wenn nämlich eben halt von anderen Seiten ohne eine entsprechende Aktivität dieser Wohlstand herausgesogen wird. Das Ende vom Lied ist eine globale Armut. Olaf Scholz, für den steht fest, ist übrigens hier eine längere Zusammenfassung von Tichys Einblick, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, mit dieser Konferenz in Hamburg. Und für Herrn Scholz steht fest, dass Afrikaner, Südamerikaner und Asiaten wörtlich dieselben Lebensstandards haben wollen, wie wir heute in Nordamerika oder Europa. Es geht also um Gleichheit, die natürlich, wie es hier heißt in dem Artikel, durch globale Medien, das sind vor allem die sozialen Medien, propagiert wird. Und solche Forderungen können bekanntlich in eine Revolution münden, bei der die Köpfe der bisher Privilegierten rollen könnten. Und da bekommt jenes, wir in Nordamerika oder Europa, doch gleich eine andere Bedeutung. Das sollen die Kontinente sein, die Kuchen essen, während anderswo das Brot fehlt. Aber alle in dieser Welt sind eben doch keine Kuchenesser. Es gibt vielmehr auch in der alten, ersten Welt inzwischen tiefgreifende soziale Konflikte, die vor allem auch durch die Zuwanderung weiter angeheizt werden. Ja, es ist ja im Prinzip kaum noch zu beschreiben, weil wir hier natürlich so viele Faktoren haben, nämlich die Spaltung der Menschen selbst, die Verarmung in Deutschland. Deutschland gehört übrigens zu den ärmsten Ländern in ganz Europa. Schlusslicht, ich wiederhole das noch einmal. Deutschland gehört zu den ärmsten Ländern in Europa. Und ich meine damit nicht die Staatsfinanzen, sondern ich meine damit die Eigentumsquote der Bürger. Denn das ist doch letztendlich auch noch vorhanden. Es gibt auch noch Menschen, nämlich die Bürger, um die es geht. Aber um die geht es schon lange nicht mehr. Es geht um Organisationen, es geht um NGOs, es geht um Parteien, es geht eben halt um die großen Konzerne und die, ja, alle, die dahinter hängen, die letztendlich ihren Profit rausziehen. Das, was hinten runterfällt, sind die Menschen. Und genau die werden immer ganz oben vor sich hergetragen. Wir tun es alles für die Menschen und das Gegenteil findet statt. Und zum Schluss habe ich passend zu diesem Thema noch eine Meldung von letzter Woche vom Tagesspiegel herausgesucht, Andreas. Da lautet die Überschrift: Geburtenrate geht stark zurück. Tausende Kita-Plätze in Berlin bleiben frei. Ja, wer hätte denn das gedacht und wer konnte denn das voraussehen? Der mitunter dramatische Mangel an Kita-Plätzen in Berlin hat sich ins Gegenteil verkehrt. Anfang September und damit zu Beginn des Kita-Jahres 2024-25 lag die Zahl der freien Plätze an Kindertagesstätten laut Jugendstaatssekretär Falko Lieke bei 34.300. Zwar sinkt der Wert in Richtung Winter erfahrungsgemäß deutlich, aber Experten zufolge werden zum Jahreswechsel mehrere tausend Kita-Plätze in der Stadt frei sein. Mir kommt jetzt Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes, Andreas. Ja. Europa kann sich selbst mit der Geburtenrate schon lange nicht mehr erhalten. Deswegen gibt es ja auch schon die Zuwanderung, auch die schrankenlose Zuwanderung. Aber selbst dann bleiben in Berlin, das ist ja so das
Multikulti-Gebiet in Deutschland schlechthin, bleiben tausende Kita-Plätze leer. Ja, das ist ganz interessant, zumal ja nun auch ganz viele neue Einwanderer mit Kindern gekommen sind und die nutzen es offenbar nicht. Die sind offenbar intelligent genug, um festzustellen, wir schicken unsere Kinder nicht eine Indoktrinierungsanstalt, sondern erziehen die Kinder lieber selbst. Also man kann wirklich sagen, mit Sarrazins Worten, Deutschland hat sich abgeschafft. Ja, das ist natürlich ein tolles Schlusswort. Ich habe nämlich jetzt kein anderes Thema mehr. Aber ihr Lieben, es hilft trotzdem alles nichts. Das sind die Fakten. Und tja, ich möchte euch mein Buch ans Herz legen, Blutgericht Europa. Da gibt es viele Beschreibungen, unter anderem, was die Gründe für diesen derzeitigen, ja, für die Entwicklung bietet. Ja, und das Allerwichtigste an diesem Buch ist die gute Nachricht zum Schluss. Die Aussicht, wie es sich trotz all dieser destruktiven Nachrichten wenden wird. Und das ist die gute Nachricht. Und wir freuen uns jetzt erst einmal wieder, dass wir uns am Freitag wieder hören.